Habt da oben ganze Arbeit geleistet, Artanis. Sky Shield ist wieder in Position. Wir rufen gleich die Kavallerie. Wir treffen euch auf der Oberfläche und holen den Schlüsselstein. Schlechte Nachrichten. Unsere Freunde da unten hatten scheinbar die gleiche Idee. Während wir uns durchgekämpft haben, wurde der imperiale Palast überfallen. Laut den Sicherheitsdaten wurde der Schlüsselstein gestohlen. Meine Mama hat immer gesagt, vom Regen in die Traufe. Ich bin mir nicht sicher, wie uns diese Weisheit helfen kann, Freund Rayner. Wüsste ich auch gern. Moment, wir haben neue Informationen. Ein Evakuierungsteam des Möbius Corps ist nach Bennett Port unterwegs. Sie haben den Stein. Sie werden uns nicht entkommen. Hierarch, es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf werfen. Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Legacy of the World. So, ich weiß jetzt leider nicht, weil ich eine neue Aufnahme nach der letzten Folge, aber wie es scheint, witzigerweise hat jetzt das Anfangsvideo nicht mit reingekommen zum Start der neuen Folge, aber ich habe es ja separat. So, im Solarkern gibt's was Neues, schauen wir doch mal. Stimmt, wir haben ein paar Punkte gekriegt. Oh, da ist das neue Dingsy-Booms hier, was er freigeschalten hat. Nexus-Überladung. Der Nexus greift automatisch alle Gegner in der Nähe an und verursacht 20 Schaden. Okay. Die Speer baut Vespingas automatisch aus den Assimilatoren ab, ohne dass Sonden benötigt werden. Das ist natürlich geil, weil dann können alle Sonden ja... Ich habe zufällig... 25 Punkte frei. Juhu! Das nehmen wir. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir denke, also das ist eine Passivfähigkeit, also die ist ja immer an. Das muss man ja hier immer aktivieren. Was gibt's noch? Raumportale und Robotfabriken können jetzt mit Warp-Technologie ausgestattet werden. Also Ranwarpen klingt 20% schneller ab als die ursprüngliche Bauzeit. Ja, okay, aber das gefällt mir schon mal, weil dann kann man nämlich alle Sonden direkt auf die Produktion oder auf das Abernten der Mineralien einsetzen. Er hat nichts zu sagen. Was gibt's im Kriegsrat? Nichts. Änderungen machen wir nicht, für das nicht Ich habe Berichte von unseren Spähern erhalten. Anscheinend teilen sich Armons Streitkräfte auf, um verschiedene Bereiche des Sektors gleichzeitig zu erobern. Okay. Da gibt's ein Gespräch. Wollen wir mal. Die Lage ist ernst, Artanis. Eine Menge Leute sind da unten gestorben. Wir müssen diese Mistkerle ausschalten. Wie mögen all diese Terraner nur Armons Sklaven geworden sein? Sie waren bei einem streng geheimen Forschungsprojekt für die Sicherheit zuständig. In Dr. Naruts Hybridenlabor. Nachdem Valerian das Amt angetreten hatte, ging jeder Kontakt mit der Möbius Foundation verloren. Die letzten Übertragungen waren chaotisch. Wahnsinnig. Danach fingen die Angriffe an. Dann hat Armon sie zu Sklaven gemacht. Einer willenlosen Armee. So gefährlich sie sind erst der Anfang. Du warst schon immer ein Optimist. Okay. So, aber bevor wir jetzt die Mission starten, muss ich noch ganz kurz einen kleinen Schnitt machen. Weil mir fällt gerade auf, mit den Frames haut irgendwas nicht hin. Also, bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Jetzt sind die Frames ein bisschen stabiler. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Das Möbius Corps ist mit dem Artefakt unterwegs nach Bennett Port. Wir müssen sie stoppen, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Okay, und da kriegen wir eigentlich unsere Einheiten. Gegen die haben wir so zum Großteil zu tun. Und da ist der Schlüsselstein. Na denn, los geht's. Ich möchte Mr. Ladebalken sehen. Mr. Ladebalken! Da ist er! Eine Hybride ist da auch. Das ist eine komische Hybride. Die anderen Hybriden waren ja Mischungen aus Zerg und Protoss. Das waren dann so fliegende, sah mehr aus wie ein Protoss. Aber das sieht ja mehr aus wie ein Zerg. Als wie ein Protoss. Willkommen in Bennett Port. Oder was davon übrig ist. Das Möbius Corps hat sich hier verschanzt, um uns vom Artefakt fernzuhalten. Valerian baut gerade seine Basis auf. Sobald er hier ist... Rayner,
Was geschieht mit euch? Die Hybriden leiten leeren Energie in den Schlüsselstein. Die dabei erzeugte psionische Störung überwältigt die Terraner. Aktiviert die Unsterblichen. Wir brauchen schwere Einheiten, um die Terraner zu beschützen, bis das Störfeld nachlässt. Mann, damit schulde ich dir schon doppelt was, Artanis. Das war, als würde ich meinen Verstand verlieren. Sie laden den Schlüsselstein wieder auf. Er wird bald erneut aktiviert. Wir müssen ihn in unseren Besitz bringen. Das kannst du laut sagen. Stürzen wir uns ins Getümmel, Partner. Na denn, auf geht's. Also Unsterbliche, das sind die da. Da, sehr schön. Jetzt würde ich sagen, nicht lang fackeln, brauchen wir direkt einen zweiten ran. Wir können Unsterbliche in der Roboterfabrik produzieren. Sie sind dazu konzipiert, Feinde zu belagern und Verbündete zu schützen. Ach, deswegen macht es Sinn, dass man die auch hier so dazu umwandeln kann. Okay. Meine Jungs heizen jetzt den Möbius-Chor ein. Weil dann kann man die auch hier rüber über den Teleporter rufen. Macht ihr denn die Hölle heiß? Okay, okay, okay. So, dann mach doch einen hin. Schwupps, da. Das sieht geil aus. Hübschi, hübsch. Hübschi, hübsch. Dieses Störfeld hat meine Truppen kalt erwischt. Wir haben schwere Verluste erlitten und brauchen Zeit, um eine Stellung zu sichern. Störfeld in. Tut, was ihr könnt, um sie von uns fernzuhalten. Schon dabei. Deine Position ist sicher, bis sie den Schlüsselstein wieder aktivieren. Ja, deswegen. Aber die sind halt arschteuer, ne? Die Unsterblichen. Die kosten nur ein Hunderter. Aber man hat so das Gefühl, man muss am Anfang mehr in die Produktion von dem hier reinprügeln als in alles andere. Oh, in sich. Also die ersten zwei Fähigkeiten, die dritte ist eine passive. Wird es hier genauso sein, dass die ersten zwei aktiver sind und die letzte wieder eine Passivfähigkeit? Ja, die soll aber nicht schneller produzieren. Die soll schneller produzieren. Mehrere unserer Liga-Forschungsstationen melden, dass sie angegriffen werden. Wenn sie sie retten können, übergebe ich ihnen sämtliche Protoss-Technologie, die sie gesammelt haben. Cool. Das ist natürlich gut. So, Orbitales. Zack. 1, 2, 3, 4. Ach komm, 5. Einfach weil es schön ist. Genau, jetzt mops ich mit dir da. Und wo bist du denn? Eine Schmiede? Wir haben auch keine Schmiede, sondern der Scheiß. Her damit. Jetzt eigentlich noch einen zweiten da verbauen. Aber kommen wir erstmal nicht drum rum, hier noch da von denen hinzusetzen. Das Gute ist, dass wir eigentlich einseitig geschützt sind. Nur hier. Nur da sind wir halt nicht geschützt, okay. Der Schlüsselstein ist bald bei voller Energie, Hierarch. Wir müssen unsere Verbündeten wieder vor den Hybriden beschützen. Ja, deswegen. Ach, ich habe wieder Scheiße gebaut, ne? Ich wollte ja das Ding hier austauschen gegen den Teleport-Beam. Gegen den Pylon, den man runterkommen kann. Lass euch von der Angst verschlingen. Okay, die sind nämlich auch. Okay, gestunt. Kann man das so nennen? Oh, schön.
Ach komm. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Zack. Lauscht den Klang des Todes. Vergeltung wird kommen. So, und du baust mir noch einen. Ich würde mir gerne dahin bauen. Unser Dienst. Ich vernahm. Und daran Ruhm werd ich. So, passt. Jetzt kannst du wieder zurück. So ist das besser. Die Angreifer sind gefangen. Perfekt. Vorwärts zum Schlüsselstein. Ja, das passt auch. Wir werden ewig dienen. Ach Mist. Fällt mir was ein. Commander, unsere Truppen sind bereit. Die Liga greift das Möbius-Korps an. Zack. Und du solltest mir noch einen davon bauen. Noch einen zweiten. Ach komm, was soll's. Noch einen dritten. Ja, wir greifen. Geh mal da lang. So, dann können wir das Labor vielleicht zumindest schon mal freigeräumt. Eine Forschungseinrichtung der Liga wurde befreit. Ach, ich fasse es nicht, dass wir das tatsächlich heil überstanden haben. Ein paar unserer Sanitäter bleiben hier, falls sie sie brauchen. Das Möbius-Korps hat es auf unseren Nexus abgesehen. Macht euch bereit. Alle werden ihn anbieten. Ja. Oder für immer verstummen. Des Todes. Ach, das geht hier noch. Es geht doch noch alles vollkommen in Ordnung. Was haben wir denn da? Eine kleine Base. Du komm mal her. Bau mal das Ding sie dahin. So, ihr seid alle fertig. Ihr seid fertig. Das ist schon mal schön. Aber die müssen noch. Ach, ich sollte vielleicht auch die ganzen Sachen bauen, ne? Einmal dich. Nein, einmal dich. Lohne. Und noch mehr Pylone. So, das sollte reichen. So, von da kann nichts mehr kommen. Gehen wir mal dahin. Bauen wir hier die nächste Verteidigungslinie auf. Zurückgekehrt. Mächtige Energie geht von dem Schlüsselstein aus. 6. Ich vermute, er wird sich bald wieder entladen. Ich bin zurückgekehrt. Ihr habt nicht genügend das Mineralien. Passt. Deltas geht nicht. Ja, Mineralien geht auch nicht. Ich bin zurückgekehrt. Mineralien heißt ja alles ist flöten. Initialisiere. Komm mal nach darüber. Endlich. Du bist zweit. Nee, warte mal. Bauen wir erstmal da eins hin. Und dann nochmal eins da hin.
Nach unten, okay. Lauscht dem Klang des Todes. Ja. Der Schlüsselstein hat dieselbe Wirkung auf die Terraner des Möbiuskurs. Wir sollten sie angreifen, warum sobald unsere Verbündeten sicher nicht, sind. Terraner ist Terraner. Warum sollt ihr auf die eine andere Wirkung haben? Wäre doch Unsinn. Guck mal, hier kommt der andere. Zip. Da kam der andere, okay. Oh, eine ganz blöde Frage, geht das? Ach, hier geht's jetzt, ja. Cool. Ja, das reicht. Das sollte reichen. Der Feind rückt näher. Hallo. Hier sind ja die Fliegenden, die mehr so auf Protoss getrimmt sind. Wir haben dem Angriff der Hybriden erfolgreich widerstanden. Vorwärts, Krieger! Sehr gut. So, jetzt brauchen wir dich. Und hier hätte ich gerne Pylone da. Pylone da. Verdammt. Pylone da. Der Schädel. Danke für die Hilfe, Artanis. Ach ja, da kann ich gar nichts hochladen. Dann gehen wir mal nach. Das und ihr erntet schneller. Rache für Ayu. Da sind die 125. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Rache für Ayu. Los, einer geht noch. Rache für Ayu. Zack, nein. Dahin. Rache